ja fett steil nach unten. Ha? Jetzt bist du angestoßen, bis du mit den Füßen die Wipfel berührst. Na? Juhu. Kindheitserinnerung? Hm? Naja, eher. Rummel, ja, Rummel auch, ja. Schiffschaukel. Ja, genau. Ist auch mal schaukeln. Ich trau mich nicht. Ach was. Ich habe Angst. Oh. Dass die schlecht wird. Ja, genau. Dass ich mich übergeben muss. Dann habe ich einen schmutzigen Latz. Steilküste reicht erstmal. Jetzt fahren wir weiter zur Treppe, damit wir runterkommen zum Strand. Wir sind jetzt hier an der Treppe zum Strand angekommen und werden jetzt mal runterschauen. So einen Teil an der Uhrkette zu tragen, ist nicht so einfach. Na, Ortrud, was hast du denn im Blick? Ja, das eine scheint ein Schiff zu sein, aber das andere möglicherweise irgendwie eine Rohrinsel. Oder, Ja. Okay. Wie siehst du denn den Strand hier so im Vergleich zu den Stränden in Mecklenburg-Vorpommern? Naja, weniger erschlossen, nicht so feinsandig, mit großen Findlingen aus der Eiszeit übersät. Nicht so überlaufen? Naturbelassener. Ja. Ja, und nicht überlaufen, das ist richtig. Ja, hier sind ja auch wenig Menschen. Die haben ja nur gut über 2 Millionen, mehr nicht hier, ne? In Litauen. Ja, na, das ist der Strand jetzt hier von, kann man so sagen, von Klaipeda in Richtung Palanga. Karkle. Vorstadt von Klaipeda ist Karkle, genau. Der Plan, Otti? Ja, wir sind jetzt hier in Karkle und morgen werden wir hier mit dem Fahrrad die Küste entlang fahren. Nach Klaipeda bis zum alten Fährhafen übersetzen auf die kubische Nehrung und dann werden wir da ein Stück runterfahren, so ungefähr bis zur Hälfte, weil der Rest ist dann Baustelle auf dem Fahrradweg, hat die Dame an der Rezeption gesagt. Ja. Das werden wir uns nicht antun. Und wenn man, bestimmt wäre das auch zu weit. Ja, und wenn man dann tatsächlich weitergehen würde, dann kommt man irgendwann an die Grenze nach Russland. Genau. Kaliningrad.
Stippvisite ist beendet. Und wir sind wieder auf dem Campingplatz. Und werden uns jetzt eine Tasse Kaffee gönnen.